Ein Europapokalheld und ein teurer Jungstar sollen der Hintermannschaft von Schalke 04 neuen Halt geben. Die Königsblauen gaben am Sonntag die Verpflichtung des Rechtsverteidigers Koke von Europa-League-Sieger FC Sevilla bekannt. Der Transfer des früheren Augsburgers Abdulrahman Babar vom FC Chelsea steht unmittelbar bevor. Die ersten Fans zeigten sich bereits zufrieden mit den neuen Spielern. Also gerade um in der Abwehr zu verstärken, denke ich, ist es ideal, dass jetzt auch mal eine Veränderung stattgefunden hat, dass auch der neue Trainer Alternativen hat. Ja, man muss sehen, wie sich das entwickelt. Neue Spieler brauchen immer eine gewisse Zeit, bis sie sich dann auch eingespielt haben, auch bis sie sich mit dem neuen Verein zurechtgefunden haben. Aber ich bin da sehr positiv und ich denke, man sollte auch den neuen Spielern dann Zeit geben. Der Doppeltorschütze des vergangenen Europa-League-Finals Koke erhält bei Schalke einen 3-Jahres-Vertrag. Linksverteidiger Baba, den Trainer Markus Weinzierl bestens aus seiner Augsburger Zeit kennt, wird höchstwahrscheinlich für eine Saison ausgeliehen. Zuvor hatten die Schalker bereits Innenverteidiger Naldo vom VfL Wolfsburg geholt. Königstransfer für 27 Millionen Euro ist der Schweizer Nationalstürmer Breel Embolo vom FC Basel.